This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Hi, liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Du bleibst auf deinem Platz. Ablegen. Jo, komm her. Heutiges Thema, das möchte ich echt mal ansprechen. Jungjäger verarsche durch Altjäger in den Revieren. Das ist ein Thema, was ich schon immer mal ansprechen wollte. Ich beobachte das allenthalben. Im Moment haben wir ja eine starke Überalterung der Jägerschaft, also gerade was die Revierinhaber angeht. Es ist ja logisch, wenn ich was besitze oder ein Revier habe oder schon seit Jahren, seitdem ich jung bin und Jäger bin, dieses Revier nutze, dann ist es ja klar, dass ich das auch im Alter einfach die Pacht bezahle und ich dann über 80 schon bin. Und auch bei jüngeren Jägern auch habe ich es auch schon, also die im Bereich von 65, 70 waren, habe ich das erlebt, wo da natürlich das Ding gehalten wird, geklammert wird und dadurch, dass die da drinnen sind, eben alte Seilschaften sind, in die auch kein anderer reinkommt. Es gibt, das soll jetzt nicht verallgemeinernd sein, dass alle so sind, das stimmt nicht. Aber ich höre andauernd von Freunden, die ihren Jagdschein gerade gemacht haben, die irgendwo Anschluss suchen, dass, wenn sie den dann gefunden haben, diesen auch nur zu offensichtlichen Bedingungen, die eindeutig nur darauf bedacht sind, ihr Geld zu nehmen, zu ihrem Nachteil ihnen gereichen und eigentlich eine riesengroße Verarsche sind. Ich erzähle euch mal ein paar Sachen so aus meiner Zeit, wo ich dann so angefangen habe mit der Jagd. Da war bot sich, damals hatten wir noch ein Restaurant und da bot sich bei mir die Gelegenheit, das kam so über Hörensagen, der Heini, der sucht noch einen Jäger, mit Jäger, da bei ihm in Linden. Ja, ich mich da gemeldet, das war über Gäste von mir im Restaurant, die dann sagten so, jo, melde dich da mal. Ich mich da gemeldet und dann war dieser Heini, ein alter, zwar erfahrener Jäger, der sich aber auch im Laufe der Zeit so seine Eigenheiten angelebt hat, was wir ja alle tun, das soll jetzt nicht als Verurteilung gelten, aber er hatte eben auch eine Jagdmoral, die eindeutig, also er hat das als Wirtschaftszweig angesehen, seine Jagd war für ihn wirklich, er musste das rausschießen, die Pachten rausschießen. Ich glaube auch, dass er eigentlich sich das so von seinem Habitus nicht so das Geld hatte für diese Jagden und daher war dieser Mann, hatte dann zwei Hochwildreviere und da war er so hart am Jagen, dass er eigentlich, der hat nichts anderes mehr gemacht und hat nur geschossen, geschossen, geschossen und geschossen und ich weiß nicht, wie es in, also das, was ich in der kurzen Zeit da war, erlebt habe, was geschossen wurde, das kann nicht zum Beispiel mit dem Abschussplänen übereingestimmt haben, weil das, was wir da in einem Monat, was der da weggekarrt hat, das überstieg diese Sache bei Weitem. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich wollte jetzt nur darauf hinaus, wie das bei mir war, dass dieser Mann hat definitiv sicher selber, wie ihr seht, eine weite Spreizung seines Bewusstseins gehabt, was geht und was nicht geht, um das mal so salopp auszudrücken. Und nun war ich dann da neu. Auf der einen Seite war es toll, ich durfte Dammwild schießen und hatte da auch eine Freigabe, aber es ging schon los, ich sollte da über 1200 Euro oder was zahlen. Es war sehr viel Geld für mich damals und ich war natürlich geil. Und da ist der Punkt, wo ich euch jungen Jägern mal einen Tipp geben möchte. Na klar seid ihr geil und ich war es auch und das ist der Punkt, wo sie euch immer mitkriegen. Ihr seid geil, ihr habt Bock auf Jagd und da jetzt, nachdem ihr den Kurs gemacht habt, die Knarre gekauft und alles, jetzt wollt ihr raus. Und dann kommt dann so ein Arschloch an
und sagt dir, ja, hier mal eben hier, ja, für 1500 kannst du hier mitmachen oder irgendwie so einen Preis, so einen abstrusen Preis, ohne Wild drin. Das heißt, du darfst dann zwar schießen, aber wenn du dann was geschossen hast, musst du das dann auch noch abkaufen. Sehr oft hier in unseren niedersächsischen Bereichen. Das heißt, der Mann steckt sich andauernd nur Kohle von dir ein und zwar nicht zu knapp. Bei mir war es dann so, dann waren wir auf einem Gemeinschaftsansitz und er war aber auch schon, ich habe damals ja wie gesagt in der Gastro gearbeitet und da er nicht mehr, er war pensionierter Beamter und hatte dann immer Zeit. Das heißt, für ihn war Jagd allumfassend und der Mann konnte sich gar nicht, konnte gar nicht verstehen, dass es Zeiten gibt, wo zum Beispiel ein arbeitender Mensch nicht kommen, zu ihm zur Jagd kommen kann. Dann war er schon mal pinselig, weil ich nicht immer konnte. Was ich denn für ein Jäger wäre und sonst was alles, da musste man sich sehr viel anhören. Und jetzt ging es dann weiter, dann war ich auf Jagd und dann habe ich dann da einen Dammspießer beschossen. Wir saßen so im Dreieck, die hatten definitiv eine ganz, ganz andere Moral, was sein Kumpel war auch noch mit dabei. Der hat dann mal eben während des, da war der gar nicht frei, dann hat er da irgendwie einen Baummarder beschossen. Also ich weiß gar nicht, auf der im Baum lief mit der Kugel. Also Hammer, irrer Wahnsinn alles. Und ich habe in der Zeit, wir saßen da in dem Revier, auf jeder Ecke irgendwie einer. Und sein Kollege war auch sehr erhaben, was Jagd angeht, sehr erfahren. Und an dem Tag zuvor waren wir auch draußen und da hat er dann wild beschossen mit einer 8x57 und das ist nun mal, 9362. Und das ist nun mal bekannt, dass diese Pille nicht gerade sehr weit fliegt und einen starken Drop hat. Also sie fällt stark runter, weil sie einfach ballistisch keine Weitschusspatrone ist, sondern eine dicke Kugel, die viel Masse transportiert, aber dann auch nicht sehr lange und sehr weit. Ist egal, auf jeden Fall hat er da irgendwie hinten irgendwie wild gesehen. Da hat er dann erstmal auf 250 Meter mit seiner neuen Dreier hingeflackt und unterschossen. Also es sind auch so Sachen gewesen, wo ich dann sage, so, hey, als alter erfahrener Jäger weiß man sowas, das macht man nicht. Da hat er dann noch, das war alles ganz salopp, ja, halb so wild, halb so wild. Und bei mir war es denn so, ich habe einen Dammspießer sauber beschossen und als Jungjäger. Und da bist du neu im Revier, du willst alles richtig machen. Ich habe den sauber Blatt beschossen und manchmal ist man noch nicht so erfahren, wenn Dammwild zum Beispiel zeichnet schlecht. Also das heißt, es zeichnet, sagen die Jäger, wenn es beschossen wird, also wie du zusammenzuckst. Und Dammwild ist oft so, das gibt gar keine Anzeichen, dass es beschossen ist. Das heißt, es zeichnet schlecht. Und dieser Dammspießer, den habe ich beschossen und der zog einfach weiter und ich konnte das gar nicht deuten. Ich hatte doch getroffen. Und ich hatte so gelernt in der Schule, dass ich eben, wenn etwas beschossen ist und nicht liegt, ich noch einen zweiten Schuss hinterher mache. Und dann habe ich dann einfach durchgeladen, durchrepetiert, weil es zog ganz ruhig so in 100 Metern an mir weiter vorbei und dann habe ich nochmal beschossen. Ja, das war dann am seinen Lauf. Der Mann hat mich da zur Sau gemacht. Ich hätte 100 Euro den Rücken, weil ich ein bisschen höher beim zweiten Schuss abgekommen bin und der den Rücken ein bisschen angekratzt hätte. Ich hätte Fleisch für 100 Euro allein schon kaputt geschossen. Dann musste ich mir das tagelang anhören und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr, weil das immer mir wieder vorgehalten wurde. Dabei, finde ich, hatte ich alles richtig gemacht. Das Wild lag nicht sofort. Ich habe noch einen nachgeschossen. Ich wollte auch als erstes Stück in diesem Revier nicht eine Nachsuche erzeugen. Dann hätte ich mir ja noch mehr anhören müssen, dass ich nicht schießen kann. So lag es gebannt. Der zweite Schuss, weiß ich heute, hätte gar nicht Not getan. Das Wild hätte sich, wäre noch ein bisschen weiter und hätte sich dann niedergetan. Aber was ich daraus dann, nach ein paar Tagen habe ich mit meiner Frau gesprochen. Ich sage, sag mal, ich kann da nicht mehr hin, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Und dann bin ich da ausgestiegen, habe noch von ihm Geld zurückgefordert, was er zähneknirschend gemacht hat, weil ich ja nur einen Monat da drinnen war. Und er mir dann auch noch diesen Hirsch abgerechnet hat, von dem ich aber nie Fleisch gesehen habe. Also den hat er mir auch noch mit ein paar hundert Euro angerechnet, weil ich den ja abgeschossen habe.
Also alles so zum, ihr seht, dass es zum Nachteil gereicht. Und ich habe dieses Video, denke ich, ich mache das mal, weil auch ich erlebe das gerade wieder simultan und ich habe es vorher auch schon mit anderen Jagdfreunden, die gerade ihren Schein gemacht haben, wie die verarscht werden, erlebt. Und ich erlebe es gerade bei meinem einen Jagdfreund, der seinen Schein jetzt schon ein paar Tage hat, aber keinen Anschluss findet bei der Jagd. Jetzt hat er endlich einen Jagdanschluss gefunden, muss auch eigentlich recht verhältnismäßig wenig für die Begehung bezahlen, 700 Euro. Aber was da wieder für Auflagen drin sind, damit er jagen darf, das ist schon hammerhart. Er muss irgendwie ein paar Stück Rehwild schießen, die muss er schießen, aber auch alle einzeln noch abkaufen. Mit einem horrenden Wildpreis, wie ich finde, also der ist so hoch. Ich will jetzt auch keine Zahlen nennen, damit das nicht auf ihn zurückfällt, dass das nicht so leicht eruierbar ist. Und wenn man das dann das Ganze mal zusammenrechnet, dann ist es so, dass der Altjäger, der da drinnen war, der hat dann alle Kanzeln rausgenommen, aber er ist ja nur Begeher. Eigentlich sind die Kanzeln ja Thema des Pächters, also der die Begeher anleitet. Jetzt soll er dann noch Kanzeln kaufen und. Das läuft alles nur darauf hinaus, dass er die ganze Zeit, nur weil er Bock hat auf Jagd, abnickeln muss, in einer Weise auch für Teile, die einfach ihn gar nicht betreffen, was das Geld angeht. Da muss der Jagdpächter, ist da einfach, das ist ja seine Sache, es ist sein Revier, da muss er die Reviereinrichtung stellen und nicht die Begehr da in die Haft nehmen. Zumal, und dann geht das los, eben so und so viel Wild soll und muss er schießen. Und dann auch noch, der sprach der, es gibt auch eine Strafzahlung, wenn er nicht genug schießt. Aha, also schießt er nicht, soll er denn auch noch das Reh trotzdem bezahlen? Da merkt man schon eigentlich, wie hinterlistig und hinterfotzig das ist. So eine richtige Bauernschleue kommt da zum Tragen. Haben wir bei den vielen hier im niedersächsischen Raum, die Jäger sind auch oft Landwirte und da merkst du auch richtig dieses, sorry jetzt, ne? Bauernschleue in der Form, dass da alles nur, wo du dann siehst, so hahaha, ne? so offenkundige Verarsche. Ich kann euch Jungjägern sagen, auch mal Tacheles zu reden, weil oftmals es ist ein defizitäres System und ich weiß ganz genau, dass die da reingehen, dass die sich nach kürzester Zeit schon so ärgern darüber, was da läuft. Und mein Tipp an euch, geht erst gar nicht so eine Verarschung ein. Und das ist aber ja natürlich jetzt schwierig. Wir haben irgendwie, spucken gerade, es ist gerade in, die Jagdschulen spucken, ganz viele Leute machen gerade durch Corona auch so diese Rückbesinnung auf Natur, machen viele Leute haben da Bock drauf und nun auf einmal sind die Jagdschulen voll mit den Kursen und die spucken jedes Jahr so und so viel Jäger raus und natürlich sind die Reviere ja trotzdem alle vergeben und in den Revieren sind ja auch schon alles Jäger drin. Es wird immer schwieriger, Jagdmöglichkeiten zu bekommen. Ich selber habe einen Revierteil in der Forst. Ich muss sagen, das ist sehr, sehr fair in der Form, dass alles vorher klar abgesprochen ist. Ich muss da nichts an Hochsitzen bauen. Es wird hingestellt, wenn ich frage, ob man noch mal einen Hochsitz bekommen könnte an der und der Stelle, ist es ganz klar, dass der Förster sich sehr, sehr positiv da äußert und auch hilft. Und man hat seinen Jagdteil zu erfüllen, man zahlt aber von vornherein in der Forst mehr Geld. Dafür hat man aber auch im Jahr Drückjagden, alles mit dabei und das ist ein sehr, sehr gutes System in der Form. Ich finde es in der Form gut. Andererseits sind in der Forst auch viele Bestände, ist nicht sehr hoch der Bestand, weil da ein sehr hoher Jagddruck herrscht, weil die Forst möchte ja gern, da gilt Wald vor Wild. Also wird das hart bejagt, damit wenig Wildverbiss in den Wäldern ist. Somit kann es eben auch sein, dass du auch ein Revier hast, wo recht wenig Wild drin ist.
Also auch wieder, das muss man immer abwägen. Ne? Also es gibt nicht nur den Bonus. Selten gibt es den Bonus, wo du denn das erlebst, dass du deine vollkommene Jagdfreiheit hast. Ein anderer war in einem Revier drin, ein anderer Freund, das ist auch vor kurzem. Dann wurde er erst von einem sehr lieben Mitjäger, der hat das dann arrangiert, der da auch nur in Anführungsstrichen Begehr war, aber einen guten Draht zum Pächter, dem Altpächter hatte. Und der hatte ihn dann immer mitgenommen und der durfte dann immer mit und hatte sich da schon richtig heimisch gefühlt. Nun ist der Pächter gestorben. Nun hat das, weil das Revier aufgeteilt war unter zwei Pächtern, hat der andere das Revier ganz übernommen und zack, war er draußen. Einfach sang- und klanglos wurde das da einfach mal gecancelt. Das Revier wurde dann unter den Freunden des neuen alten Pächters aufgeteilt und schieden die für die jungen und neuen Leute, da wird denen oft gar keine Chance gegeben. Wir haben ein Riesenproblem mit den Altlasten an Altjägern, die nicht mehr offen sind. Und es ist klar, und jetzt seien wir ganz ehrlich, ich werde auch älter und es gibt Dinge, die ich nicht mehr möchte und die ich nicht gut finde. Da kann ich auch manchmal gut verstehen, dass ich alles beim Alten lassen will und auch mich nicht auf Neues einlassen will, aber ich bin dennoch immer offen für Neues. Ich gucke mir alles an, meine Welt ist ziemlich groß und offen. Und da sehen wir nämlich das Problem, dass viele der alten Jäger sowas von eingefahren und mit Scheuklappen sind, dass sie einfach alles zu ihrem Vorteil tun und auch gerade bei Begehren, das in die falsche Richtung läuft, dass die ausgenutzt werden. Und da möchte ich einfach sagen, Jungs, die Jungjäger, sprecht Tacheles meines Erachtens. Ich habe es am Ende mit diesem Heini auch getan. Ich habe gesagt, dass er ein elender Ausnutzer ist, habe ihm das erklärt, was er da eigentlich für ein System macht und dass er sich überhaupt nicht ans Jagdrecht hält und nicht mit anderen mit erhobenem Finger über den, weil die mal nicht so geschossen haben, wie er das sieht. Und im gleichen Moment schießt er unter und spricht gar nicht richtig an und schießt, macht einen Weitschuss mit einer Pille, die gar nicht dahin langt. Also eigentlich komplette Fehlleistung und anderen Leuten Vorwürfe machen kann man dann nicht, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt das mal in den Kommis rein. Es gibt viel, wir haben echt ein Problem mit den alten Jägern, nicht mit den jungen Jägern, so wie ich das sehe. Wir haben ein echtes Problem in der Jägerschaft. Und sehen wir doch mal an, unser Landesjagdverband, das ist ein Haufen. Die haben bis vor kurzem ihre Websites, als waren Kochclubs, die standen nicht zur Jagd, haben gejagt wie die Wilden, aber taten nach außen hin so, als wenn sie nie ein Tier töten. Aber nein, wir Jäger töten Tiere. Das ist eine Ernte, die hier stattfindet und eine Bestandspflege und wir hegen eben das Wild, indem wir es kurz halten, um Wildseuchen und so weiter einzudämmen. Dass dabei ein tolles Lebensmittel entsteht, ist meines Erachtens ein toller Punkt, den ich sehr gerne nutze. Wir essen gern Fleisch und das ist für mich dann legitim. Ich betrachte auf jeden Fall diese Art, wie Altjäger zurzeit erhaben sind, wie hier in der Landesjägerschaft und in der Kreisjägerschaft die Reviere von alten Tattergreisen festgeklammert werden und junge Leute da nicht reinkommen, wie Versprechungen gemacht werden auf Jagdkursen durch Pseudo-Einladungen, die nie richtig stattfinden, wo denn Jungjäger, die gerade im Kurs waren und in der Jagd von den Jägern, die da sind und wo dann Kontakte entstehen, die dann einfach immer nur hingehalten werden, ja, mal sehen, vielleicht, alles ganz vage, lala, wenn der Kurs durch ist, denn die Jägerschaft verdient ja auch Geld damit, dass sie die Kurse abhalten. Und nicht zu knapp. Es ist auf jeden Fall ein Thema. Und wo du dann siehst, dass das alles nur dazu dient, sich zu bereichern an dem blöden Jungjäger. Daher, Jungjäger, bleibt standhaft. Es kommt irgendwann der Zeitpunkt und dann passt das. Aber fallt nicht auf diese ausnutzenden Altjäger rein. Und das ist ganz offensichtlich, wenn ihr schon merkt, ein ganz kleiner Beigeschmack wird ganz schnell zum großen, bitteren Geschmack. Und der ist oft vorhanden. Und ich habe wirklich schon auch reichlich Erfahrungen damit getätigt. Und ich habe jetzt, jage viel mit Freunden und bin bei Freunden zur Jagd, wo ich einfach merke, wo es einfach eine richtig tolle Kameradschaft ist. Das gibt es sehr, sehr oft noch.
Und auch hier liebe Grüße an dich, Steffen, liebe Grüße an dich, Marek. Ihr seid ganz, ganz tolle Vorbilder, was die Jagd angeht im Bereich zwischenmenschlich untereinander in der Jagdbeziehung mit Jungjägern, denen die Möglichkeit geben zu jagen. Und da seid ihr wirklich große Vorbilder, möchte ich euch nochmal ein Lob aussprechen. Und ansonsten möchte ich das jetzt mal bewenden lassen, dieses Thema, weil es doch sehr ausführlich ist. Und mein Standpunkt: Jungjäger, lasst euch nicht von den alten Schrottos verarschen, denn die wollen das, die verarschen euch hochkantig. Und sagt ihnen das auch, ob ihr glaubt, ihr seid blöde. Weil das, die tun so, als wenn sie das, für die ist das normal. Schreibt mal zu diesem heiklen, brisanten Thema was in die Kommis. Es wäre mal schön, wenn eure Erfahrungen mal, auch von Jägern, die Alterfahrungen, weil da sind ganz, ganz viele solche Erfahrungen drin. Und das wäre schön, wenn wir da mal in den Kommis mal ein paar Geschichten zu lesen, die das dann auch bestätigen. Oder andersrum, wo ihr dann auch reinschreibt, wie ihr tolle Sachen erlebt habt mit euren Jagdherren und in den Revieren mit den Pächtern. So, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Schauen, liebe Leute. Wir sehen uns bald. Bis denn. Tschüss. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.